So, ein herzliches Willkommen zurück zur Ausgabe 5 des Millennium Falcon. Da kommen wir dann, die Corvette hier noch so drin ist, da ist er wieder. Hier noch ein paar detaillierte Sachen, wie der Millennium Falcon aufgebaut ist. Und ja, ist das hier Stadt in den Wolken? Ich glaube ja, oder? Nee. Landung auf Coruscant. Nee, Coruscant ist ja der Hauptplanet. Und jo, dann, also die 5 bräuchte ich dann vielleicht auch noch. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. So, dann haben wir hier den schönen Zettel wieder. Germany, da, warte, also mal ganz kurz. Vertrieb, De Agostino Deutschland GmbH und so weiter, Hamburg. Und. Ja, irgendwas soll mir das jetzt sagen, das ist eine Adresse. Hersteller, City und so weiter. Achtung, das ist kein Spielzeug, das Produkt. Na gut. Einfach nur diese ganzen Warnhinweise. Und weg damit. Aha, dann haben wir jetzt hier wieder und aha, das erste Licht, wir haben ein Licht. Das kommt da, das kommt da, hier kommen wir wieder. Na, hier muss mal wieder ein bisschen was gemalt werden. Das sind wohl die Seitenteile von diesem Cockpit. Wenn mich nicht alles täuscht. Täuscht mich nicht. Okay. Jo. Werden wir in der letzten Ausgabe hieß es, damit ist das Cockpit wohl soweit fertig. War wohl nix. Aua. Ein bisschen Pinsel.
Und sieht wieder ein bisschen schmuddelig aus. So. Gut. Gut, ja. Packen wir mal die Elektronik aus. Schaupp. So, komm ich im Warm hin. Kann ich jetzt noch mal wegfeuern. Hoffen wir mal, dass alle LEDs funktionieren. Ja, nachher ist es ein bisschen schlecht, glaube ich, ranzukommen. Okay. Schraube. Zack, oh, oh. Schön hier bleiben. Noch nicht verkleben, steht da, weil da noch irgendwie irgendwann noch ein paar Bauteile rankommen. Steht in der Beschreibung. Was ist denn hier jetzt los? So, mit Platinen sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit den Schrauben, sonst macht es irgendwie Knickknack. Und dann war's das. Die stecke ich auch erstmal einfach nur so rauf. Ich glaube, das ist erstmal besser. Voraussetzung, ihr kriegt das überhaupt dran hier. Ist ja schon dran. Okay. Nee, ist noch nicht dran. Doch, ist dran. Nee, ist dran. Was denn noch? Doch, sieht so aus. Ist dran, ist nicht dran, ist dran, ist nicht dran. Was ist nun? So. Naja, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, Jetzt muss ich mir das nun mal so hinpacken, wie die das hier hingepackt haben.
Quatsch. Wow. Wie soll das doch da rein? Ja, in diese Führungsschiene. Und hier genau dasselbe. So ist der Plan, nur hat das Teil das irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, jetzt hat's verstanden. Zack, zack, zack. Ja. So richtig fest werde ich es jetzt natürlich noch nicht zu machen. Für die Aurora haben wir doch schon mal einen kleinen Teil Millennium Falcon mit Cockpit. War's das jetzt? Das war's mit der Ausgabe 5. Sind wir doch schon mal ganz schön ein Stückchen weiter. Ja. Schauen wir mal weiter. Dann war's das mit der Ausgabe 5. Danke fürs Zuschauen. Wie immer, Daumen hoch, Kommentare und den roten Button nicht vergessen. Ein Abo bitte, danke. Und ja, klingt schon langsam ein bisschen Battle, ne? Ah, nein, Quatsch. Wenn ihr wollt, macht ein Abo. Wenn nicht, lasst sein. Kostet ja nichts. Aber euch kostet nur einen Klick. Ja, dann kommen wir dann gleich zur Ausgabe 6. Dann macht's gut, euer Bastelhannes. Ciao, ciao. So, liebe Leute, nochmal ganz kurz ein Video zum Millennium Falcon. Ich habe jetzt, also ein kurzes Update, habe jetzt der Cockpit soweit fertig und habe jetzt hier noch so ein bisschen eine Glasfaser eingesetzt und dann so einen Schrumpfschlauch hier rangepackt. Kann man jetzt sehen? So, ein Schrumpfschlauch. Dann einfach eine blinkende LED, hier so mehrere Farben, Disco oder weiß nicht, wie das heißt. Und dann, jo, sieht das Ganze halt so aus, wenn das denn blinkt, wenn es denn blinkt. So. Wenn diese Dinge mal funktionieren würden, wäre ich echt glücklich. So, ich mach mal Licht aus. Ich weiß nicht, ob man denn überhaupt noch was sehen kann. Aber so sieht es dann ungefähr aus. Moment. So, der Cockpit. Ich glaube, das ist eher ungünstig. Das so zu machen. Moment. Mach mal nur die oberste Licht noch mit an und das mal aus. Ah, dann kann man es besser sehen. Ja, so. Dann haben wir hier eben halt überall mal so eine blinkenden Dingenses. So. Jo, das zum Update vom Cockpit. Muss ich nur noch sehen, wie ich die LED dann eben halt mit rankriege, aber irgendwie werde ich die schon rangeklatscht kriegen. Gut, dann war es das erstmal. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch, ein Like oder ein Abo, wenn ihr mögt. Bis denn dann, euer Bastelhannes. Ciao, ciao.